Ja, ja. Genau das wollte ich vermeiden. So. Weg, 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 weg. Stein kommt jetzt von unten. Da. Wird hier. Nee. Lila-Tränke für Turret Damage. Oh, brauchen beide jetzt schon. Sowohl Damage als auch Shooting Speed. Ist nicht gut. Shotgun Shell könnte ich noch erhöhen. Oder Bahn. Bahn kostet fast gar nichts und wollte ich eh gleich haben. So, also du dahin. Einmal beidseitig Stein so. Einmal Stein da hoch. Und was kommt jetzt hier an? Da ist das Kupferding. Was zur Hölle ist hier kaputt? So, das soll sich nicht mit dem da vermengen. Das ist okay. Wie kriege ich jetzt das? Was? Achso, von da nach da, okay. So, also Kupfer kommt an, Kupfer wird aufgesplittet nach da und nach da. Und da ist es so, wie es sein soll. Ich nehme das mal weg. Ja, rechts Kupfer, links Eisen, alles gut. Das andere Kupfer geht da lang, wird da raufgelegt, alles ist gut. Das andere geht hier runter, da runter, da runter und staut sich dann hier irgendwann irgendwo. In einer nicht mehr komisch angeschrägten Ecke. Brauchen wir nämlich nicht mehr. So, und jetzt wird hier unten. Hier unten wird hier immer noch produziert. Hör auf zu arbeiten, du. Oh, warte mal, der Tank muss leer, ne? Schön weiterarbeiten. Schön weiterarbeiten. So, das heißt, wir legen jetzt eine Kiste. Oh, Angriff. Ah, ist okay. Ich hätte gerne eine Stahlkiste, war es eine große, ne? Large Iron Chest, nö, Large Steel. Da. Du nimmst die jetzt ruhig auch mal mit schnellen Ärmchen. Da und da war's weg. Und da war's weg. So, die wird sich jetzt sehr, sehr schnell füllen. Und die Tanks hier leeren sich jetzt hoffentlich ganz schnell. Und du bist alle. Komm mal mit. Da noch einen hin. Da noch einen hin. Da noch einen hin, der komischerweise keinen Strom hat. Grünes Zeug. Nee, ich brauche nicht so wirklich grünes Zeug. Cargo Geschwindigkeit oder Cargo Size? Machen wir Cargo Size. So, genau, Stromversorgung scheint hier ein Problem zu sein. Mach den mal dahin. Du musst da weg. Du musst dahin. So, du dahin. Nicht schön. So. Da, da angeschlossen. Du da angeschlossen. Und das ist alles nicht so wirklich schön. Aber es funktioniert. Haben wir noch. Da drunter ist auch noch Kupfer. Ja, hier. Produktivitätsmodule. Produktivitätsmodule. Da auch noch. So, es kommt ganz viel Kupferzeug an. Viel zu viel. Der Tank wird sich langsam leeren. Sobald der leer ist, fangen wir an, hier die Kupfersache abzubauen. Eisentank wird leer sein, ne? Ja, 0,1. Das ist ziemlich leer. Das heißt, hier können wir jetzt alles abbauen und die Ärmchen und so weiter wieder verwenden oben für andere Sachen. Zum Beispiel Stahlgießen. Dafür brauchen wir die Forges, die wir eben gerade hier eingesackt haben auch. Ich glaube, ich habe den gerade den Wasserhahn gekappt, kann das sein? Nee. Doch, von da kommt das Wasser. Aber wie kam das Wasser von da nach da? So? Okay. Hauptsache es funktioniert. Das ist mir egal. So, mach da mal weiter. Du hast auch schon lange nichts mehr zu tun. Du kannst weg. So.
du auch weg. Das sind nämlich die ganzen teuren Gebäude. Ein guter Tank, der besteht auch aus ganz viel Stahl. Pumpen sehe ich da auch noch. Ach ja, wiederverwerten ist schön. Oh, tolle Lava ist da drin. Ja, aber nur 10 Einheiten ist okay. Apropos tolle Lava. Die muss eigentlich auch noch komplett verbraucht werden, ne? Warum kommt da nichts an von der tollen Lava? Weil Stein... Ah. Stimmt, tut mir leid. Das wurde schon mehrfach in den Kommentaren erwähnt, dass diese kleinen Pnöpel das da aufgehalten haben. Hatte ich mir auch extra auf die To-Do-Tafel geschrieben, aber da steht so viel drauf und ich kann die Schrift nicht lesen. So, also das funktioniert auch wieder. Jetzt wird nach und nach alles an Lava umgemodelt. Und dann machen wir was? Lassen wir die einfach hier stehen? Also ich könnte sie etappenweise durchpumpen, von den Tanks in andere Tanks pumpen und von den Tanks dann nach da oben irgendwo hin, aber ich weiß gar nicht, ob wir das brauchen. Weil hier sind immer noch 25.000 drin, 16.000, 71.000. Ja, 21.000, 22.000. Ich sehe nicht so wirklich eine Mangelerscheinung an Lava. Aber ich denke, ich werde die trotzdem stehen lassen. Den Platz hier brauchen wir nicht unbedingt und, ne? Also okay. So, hier haben wir jetzt ganz viel davon. Wir können 25 davon einschmelzen in eine Platte. Das wären hier 8 Stück. 8 Kupferplatten. Deswegen mache ich mir jetzt einen Aufwand. Wegen 3x8, wegen 24 Kupferplatten. 25, Entschuldigung. 25 Kupferplatten. Und es hat ja bloß wie viele Folgen gedauert, das anzusammeln? 10 oder so? Das ist echt ein bisschen albern. So, Kupferplatten gehen gut ab. Eisenplatten auch. Sehr schön. Spielinventar hat nichts zu tun. Nicht gut. Du crafte bitte. Produktivitätsmodule. Oh, und grüne Chips. Stauen die sich hier irgendwo? Ja, gib mich grüne Chips. So. Zahnräder. Warum kommt hier kein Eisen an oder nicht genug Eisen? Das ist eine gute Frage, weil hier oben einfach nicht genug beidseitiges Eisen ankommt. Okay, Herausforderung erkannt. Wir müssen mehr Eisen einschmelzen, sehe ich. Dafür brauchen wir mehr Roheisen. Oh, es kommt einfach nicht genug an. Ja, okay. Busch. Ja, das geht schnell. Aber wie gesagt, wir haben nicht genug Roheisen. Sludge? Sludge sieht okay aus. Aber die Dinger hier unten wollen auch alle noch Speed-Module, ne? Boom. Ja, sehr schön. Okay, also, wir brauchen mehr Roheisen. Dafür würde ich eigentlich ganz gerne ganz viele Produktivitätsmodule haben, bevor ich anfange, die Drills da aufzustellen. Denn das Feld muss jetzt so lange reichen, also das Feld da, muss und wird wahrscheinlich auch so lange halten, bis wir unsere Nachbarn zerstören können. Die Basis da muss weg. Wobei wir nicht wissen, wie groß die inzwischen ist. Die ist halt außerhalb der Reichweite. Der muss weg. Der muss weg. Damit wir hier... Achso, der da muss auch weg. Und der da eigentlich auch. Damit wir hier eine neue Basis errichten können, die das hier abdeckt. Oder wir erweitern unsere einfach. Ich denke, darauf wird es eher hinauslaufen. Dass wir so etappenweise unsere Mauern immer größer ziehen und so einen immer größeren Komplex haben. Also ja, wir könnten das auch mit separaten Basen machen, aber da ist die Stromversorgung immer so ein Problem. Und da habe ich lieber eine riesige, riesige, riesige Basis, wovon ein Großteil leer steht. Was aber dann potenzieller Spielplatz ist für andere Großprojekte. Und dann halt die aktiven Gebiete drin. Was nicht heißt, dass wir keine Bahn benutzen werden. Wir können ja auch innerhalb der Basis eine Bahn lang fahren lassen. Oder am Rand der Basis lang oder wie auch immer. Kaum sage ich, die Radaranlagen machen nichts, scannen die genau da, wo sie scannen sollen. Das ist sehr schön. Immer ein bisschen meckern. Gehört zum Chefsein dazu. So, du hast genug Stein. Ja. Während ich geredet habe, wurden neue Produktivitätsmodule hergestellt, das ist gut.
Wir haben schon mal 7 Mining Drills. Das ist ein Anfang. Gucken wir uns also den Wald hier mal ein bisschen genauer an. Roboport müssten wir noch auf Tasche haben, ne? Ja. Stell den mal dahin. Dann bau bitte eine gelbe Kiste. Pausier die mal kurz. Häng die hinten dran. So. Eine gelbe Kiste. Da. Hau die da hin. Und jetzt werden wir den Beißern Gefallen tun. Kriegen jetzt nämlich gleich irre viel Smog ab. Ist hier irgendwas anderes im Weg? Nee, ne? Glaub nicht. Oh, haben wir die Roboter eingesackt? Ja, haben wir. Sehr gut. Weg, 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 weg. So. Was muss... Oh, ist ganz schön viel hier. Da. So, ich denke, ich habe nur die Bäume erwischt. Cool. Oh, hellblaue Tränke sind ein Problem. Inzwischen mal wieder. Das kennen wir ja noch von früher. Müssen wir uns auch bei Zeiten angucken. Aber nicht jetzt. Also, Eisenerz. Müssten wir dann von hier nach da hinten bringen. Hier lang. Ich deute das schon mal an. Du bist doof. Da. Du bist da doof. Da. Das ist alles doof hier. So, da. Da muss das Erz langkommen. Ich habe keine Ahnung, ob ich gerade die Bäume weghaue. Sie sind einfach nur in der Nähe. Also, von da kommt das Erz. Das heißt, wenn ich will, dass es möglichst alles gleichmäßig von beiden Seiten irgendwie abgebaut wird. Das klappt schon mal nicht. Das Feld ist viel zu groß dafür. Oh, doch. Ich könnte das immer so häppchenweise machen. Also, hier ist, sagen wir mal, Häppchen Nummer 1. Oh, keine. Da, bau welche. Hier ist Häppchen Nummer 1. Dann kommt an Häppchen Nummer 1. So, so. Ja, Stromversorgung kommt gleich. So, immer mit 2 Abstand, damit das schön alles abgedeckt ist. Das ist jetzt Häppchen Nummer 1. Häppchen Nummer 1. Strom. Oh, Häppchen Nummer 1 klappt schon mal so nicht, weil das vollkommen falsch gebaut ist. Müssen wir gleich anpassen. Aber ja, dass wir immer so eine Reihe hier haben und die geht dann darunter. Und ich werde auch, glaube ich, nur ein so ein Häppchen zur Zeit laufen lassen. Also ich könnte theoretisch das gesamte Feld komplett voll machen mit Mining Drills. Aber ich denke nicht, dass ich schnell genug die ganzen Effektivitätsmodule dafür hinbekomme. Und ich hätte die eigentlich schon ganz gerne in jedem Mining Drill hier drin. Aus den bereits vorher mal erwähnten Gründen. So, das heißt, Häppchen Nummer 1. Zack. Ja, okay, das geht jetzt nicht ganz so schön auf. Da bleibt jetzt ein Fitzel über. Fitzel. Und ich hätte ganz gerne neue Fließbänder. Zack, 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 zack. So. Genau, du Produktivitätsmodule. Tech 2 von den Modulen bitte auch nochmal. Das macht jetzt nämlich nur 15% mehr. Oh, so. Ah, es geht aber auf, ne? Jo. So, das hätten wir. Das kommt dann hier runter. Da runter, darüber. So, das sind jetzt 7 Stück. Werden 7 Stück reichen? Ich denke nicht. Also ich könnte da noch einen ranpappen und da noch einen ranpappen. Die überschneiden sich dann ein bisschen mit den anderen. Aber was soll's? Ich steh mal weg. Solange die genug effektive Produktivitätsmodule haben, ist es ja okay. Also ja, du bekommst jetzt noch einen hier. Du setzt... da auch noch einen drauf. Da. Und da. So. Rosa, rosa, alles gut.
und ihr steht still. Das ist absehbar. Du da, da. Du da, da. Und das läuft jetzt einmal hier durch. Bis hier hinten hin. Und schließt sich dann da an. Wie? Ohne dass es gleich wieder nur eine Seite des Fließbands beladen wird. Das gucke ich dann gleich, wenn wir da angekommen sind. Du da, da. Gleich keine Untergrunddinger mehr. Du bau davon welche. Und wenn das erstmal oben ankommt, dann müssten wir eigentlich das schaffen, dass es ausgelastet wird. Und natürlich ist genau hier kein Platz. Ja gut. Du. Dann machen wir nochmal ein Feld hoch. Ich weiß jetzt nicht, ob das, was ich jetzt tue, die beste Lösung ist. Aber ad hoc fällt mir das so ein. Ich baue hier einfach gleich einen Splitter hinter. So? Das sieht ein wenig komisch aus. Und es scheint nicht so wirklich gut zu klappen. Machen wir daraus mal einen schnellen Splitter. Hier ein schnelles Feld und dann könnte es vielleicht besser gehen. Vor allem, weil es wieder auf der linken Seite ist, ne? Ja, warte mal. Anders macht es wahrscheinlich mehr Sinn. So. So. Staut sich immer noch. Könnten es danach, also wir könnten hier jetzt noch einen Splitter hinmachen und den Splitter dann daran führen. Oh, Angriff. Das mache ich mal mit dem zweiten Splitter. Das heißt, hier kommt jetzt noch einer hin. Oh, die greifen mal die Mauer an. Alles schön dicht machen da. Und wieder weg. Okay. Ja, sieht nicht so schön aus. Aber wir haben durchgehend wenigstens jetzt Eisenerz. Gucken wir mal, wie das oben aussieht. Also hier ist noch nicht dicht, ab hier. Oh, das dauert eine Weile, bis es oben ankommt. Was macht Sludge? Hält sich. Haben wir noch mehr Speedmodule gebaut? Nein. Bau Speedmodule. So. Genau, das wird alles hier schon weggefangen. Der verballert das alles schon, bevor der überhaupt irgendwas abbekommt. Ja, aber das ist schon mal ein Anfang. Und so werden wir jetzt nach und nach in allen Folgen das immer dafür sorgen, dass mehr Eisen kommt, solange bis das stabil ist. Also bis gleich.